Hallo und herzlich willkommen bei UbiTestet. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Heute stehe ich etwas im Regen, aber nicht, weil es mir schlecht geht, sondern weil es einfach Schietwetter ist hier in Hamburg. Und nichtsdestotrotz habe ich aber hier ein schönes Auto wieder für euch dabei. Und zwar einen Scandinavia, voll elektrisch unterwegs, zwei E-Motoren und richtig Power unter der Haube. Der neue Volvo C40, den möchte ich mir heute mit und für euch genauer anschauen. Wenn euch das Ganze interessiert, bleibt dran, gebt mir einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, falls nicht schon getan. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit mir, dem Ubi, und dem neuen Schweden hier. Der Volvo C40 ist das letzte Modell einer großen Modelloffensive der letzten Jahre bei Volvo. Und ich finde, optisch macht er schon ein bisschen was her. Er nimmt aber auch das Facelift des Volvo XC40 vorweg mit den neuen Scheinwerfern, die jetzt etwas spitzer zur Kühlermaske hier hin verlaufen. Thors Hammer ist weiterhin immer noch das prägende Designelement der neuen LED-Scheinwerfer mit Pixellicht. Wir haben auch hier wieder eine verkleidete Front und der Volvo C40 ist das erste Modell mit einem beheizten Volvo-Logo. Warum macht man das? Ganz einfach, weil hinter dieser Plastikverblendung sind sämtliche Sensoren für die ganzen Fahrassistenzsysteme untergebracht. Und natürlich im Winter setzt sich hier Schnee ab und dann fallen die Systeme aus. Das möchte man bei Volvo natürlich nicht. Gerade Volvo, der ein großer Sicherheitsfanatiker ist, schaut natürlich dann auch besonders darauf, dass das alles funktional ist. Und deswegen ein beheiztes Logo, sodass der Schnee abschmilzt und die Assistenzsysteme auch weiter aktiv sind. Schauen wir uns das Ganze an. Neu auch hier in der Frontmaske dieses kleine Element hier. Das ist jetzt alles ein bisschen glattflächiger, ein bisschen aerodynamischer ausgeführt. Grund natürlich auch, den Volvo C40 gibt es nicht als Verbrenner. Den gibt es nur rein elektrisch und aktuell auch nur mit zwei E-Maschinen. Einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse. Der Volvo C40 basiert auf derselben CMA genannten Plattform wie der XC40, ist aber nur 1,60 Meter hoch, dafür einen Zentimeter länger mit 4,44 Meter. Hat jetzt auch eine schöne Coupé-Silhouette, wenn wir uns das anschauen. Das heißt, wir haben hier so ein bisschen abgerundet das Ganze. Dann läuft es hier sehr schön hier oben rüber und das Dach fällt schön coupéhaft nach hinten hin ab. Ich finde, das Auto wirkt sehr kompakt, sehr schön und hat schon so ein bisschen was von mehr von Coupé als von SUV. Oder was sagt ihr dazu? Mir gefallen auch die 20 Zoll Räder, die wir hier haben. 19 Zoll Räder sind serienmäßig. 20 Zoll, wie sie hier sind, sind optional erhältlich. Dann haben wir noch diese Kontrastlackierung, also schwarze Außenspiegel. Hier die Dachlinie ist ebenfalls schwarz gehalten und ein schöner Design-Gag gibt es dann auch wieder hier hinten am Heck. Wir sehen jetzt hier so ein bisschen Finnen, die so ein bisschen, finde ich, wie so Turbinen Leitschaufeln hinten ausschauen. Da könnte man denken, da kommt irgendwas raus. Nein, das ist eigentlich nur ein kleiner Design-Gag, um die Scharniere der Heckklappe ein wenig zu kaschieren. Finde ich aber gut gelungen. Und wenn wir mal schauen, wie weit diese Rückleuchte hier oben hineinreicht und wie weit das runtergeht, das ist, Volvo spricht von einer der längsten Rückleuchten, die sie je verbaut haben oder die es gibt hier bei den Modellen. Kein Designgriff ist natürlich dieser Heckspoiler, der dient tatsächlich der Aerodynamik und einem verbesserten Anpressdruck bei höheren Geschwindigkeiten. Höhere Geschwindigkeiten ist auch so ein Thema. Wir haben ja hier zwei E-Maschinen, insgesamt 300 kW Leistung und 660 Newtonmeter Drehmoment. 4,7 Sekunden sprintet der Kleine hier von 0 auf 100, trotz fast 2,2 Tonnen Leergewicht. Und eine 78 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie haben wir hier verbaut. Davon nutzbar sind 75 Kilowattstunden, die wir dann am Schnelllader mit in 37 Minuten wieder auf 80% geladen bekommen mit maximal 150 kW Ladeleistung. Viel interessanter ist aber jetzt, was verbirgt sich denn hier hinter dieser großen Heckklappe? Dazu machen wir einfach mal auf und dann schaut ihr mal hier hinein. Die geht schon angenehm weit hinauf, die elektrische Heckklappe. Wasser tropft natürlich hinunter, aber wenn ich mich jetzt mal für euch da drunter stelle, mit meinen 1,78, boah, viel Platz ist da nicht mehr.
Also wer größer ist als 1,78 oder 1,80, der könnte sich hier durchaus etwas stoßen. 414 Liter Standard-Kofferraum haben wir hier. Erweiterbar durch eine Eindrittel-, Zweidrittel umlegbare Rücksitzbank mit Durchreiche. Wir können auch das Laderaumabteil hier mit dem Ladeboden ein wenig trennen. Das heißt, man kann schwere Kisten zum Beispiel nach da hinten stellen und dann stellt man das auf, kann hier noch die Taschen vom Einkauf reinbringen. Hier haben wir noch ein Netztrenngitter, was wir dann installieren können. Bisschen schade wieder für meine Begriffe. Wir haben hier so eine Hutablage und wenn man jetzt mal wirklich das Laderaumvolumen komplett ausnutzen möchte, wo tut man die Hutablage hin? Legt man die irgendwie oben drauf, ist ein bisschen sperrig. Da mag ich persönlich immer so ein Laderaum-Rollo, ehrlich gesagt. Ich schaue jetzt mal, wie die Rücksitzlehne sich faltet für euch. Und dann sehen wir auch schon, das Ganze ergibt eine ebene Laderaumfläche. Und da kann man dann wirklich ganz gut was einladen. Ein Kinderwagen geht bestimmt rein, wobei mit der Bauraumhöhe hier sollte man aufpassen wegen der Abdeckung bzw. der Hutablage. Das kann jetzt sein, dass das vielleicht nicht jeder Kinderwagen reinpasst. Da solltet ihr dann durchaus vielleicht nochmal nachmessen bei einer kurzen Probefahrt, wie ich finde. So, Probefahrt, das ist ein gutes Stichwort. Bevor wir losfahren, schauen wir uns nämlich noch die Platzverhältnisse hier im Innenraum an. Der Zustieg hier in das Crossover-SUV-Coupé, wie man es auch nennen möchte, erfolgt etwas erhöht, aber man muss den Kopf schon deutlicher einziehen als noch beim XC40. Ja, ich bin jetzt eine etwas eher korpulentere Person. Nichtsdestotrotz sitze ich hier ganz ordentlich drinnen, auch mit der Kopffreiheit. Also mit 1,78 habe ich hier noch genügend Kopffreiheit. Bei der Kniefreiheit ist es okay, das passt auch. Der Innenraum sollte oder ist im Endeffekt ja genauso groß wie der des XC40, weil der Radstand auch identisch ist. Einzig die Kopffreiheit ist hier eingeschränkt. Wir haben auch hier keine Haltegriffe am Dachhimmel, dafür aber eben hier die Möglichkeiten, um die Netztrennwand hier oder das Gitter einzusetzen, was ich sehr gut finde. Wir haben auch hier Mittel-Luftausströmer in der Mitte. Das ist ganz schön. Die Belüftung finde ich immer gut im Fond. Dann haben wir hier weiterhin zwei USB-C-Anschlüsse vorhanden. Dann haben wir auch hier wieder Netze an den Vordersitzen. Und die Isofix-Verankerungen sind hier ebenfalls hinter Klappen anstatt nach Kappen. Liegen dann frei und sind gut zugänglich. Lediglich der Türausschnitt ist ja etwas kleiner. Das heißt, wenn ihr da einen sperrigen Kindersitz habt, dann wird es vielleicht etwas schwierig, den da reinzubekommen. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz hier einen Blick auf die Türverkleidung werfen, die auch entsprechend so dem XC40 ist. Wie wir sehen, auch ein schönes Designelement wieder. Nur eben hier, der Filz ist hier in Blau gehalten. Ich finde, es macht eigentlich einen ganz schönen Kontrast, wenn man mal ehrlich ist. Und auch der Teppich hier in Blau. Muss man natürlich mögen, ist die Frage, sieht man sich da mit der Zeit irgendwo satt? Was sagt ihr? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Bequem reisen lässt es sich für meine Begriffe hier im XC40 schon, aber ich möchte nicht hier hinten sitzen, ich will fahren. Also schauen wir uns die Fahrersitzposition als nächstes an. Die Fahrersitzposition ist ergonomisch gut gelungen, leicht zum Fahrer hin orientierte Mittelkonsole, ein übersichtliches 3-Speichen-Lederlenkrad, was auch natürlich in Höhe und Tiefe entsprechend weit verstellbar ist. Die Sitzverstellung hier im C40 ist elektrisch. Wir haben auch eine Lordosenstütze, eine elektrische. Die Kopfstützen lassen sich auch weit genug hinausziehen, sind auch ja, eher so flachere Kopfstützen. Das ist durchaus okay. Dann haben wir hier noch eine Armlehne. Die ist allerdings nicht in der Höhe verstellbar. Die können wir lediglich als Ablagefach hier öffnen. Und der Automatikhebel oder im Prinzip hier das By-Wire-Getriebe oder der Schalter für das Eingang-Reduktionsgetriebe, der wird dann ganz einfach gezogen. Man tritt auf die Bremse, zieht ihn auf D und dann sind wir auch schon bereit, uns hier den Innenraum genauer anzuschauen. Werfen wir einen ersten Blick hier in den Innenraum des Volvo C40, fällt uns auf, zu seinem Bruder, dem XC40, gibt es kaum einen optischen Unterschied hier drinnen. Alles weitgehend identisch mit dem XC40.
gerade was das Dashboard hier so angeht. Allerdings haben wir jetzt hier mehr blaue Anteile hier im Innenraum drinnen, unter anderem die Teppiche oder die Türverkleidungsfilz hier etwa sind hier in blau ausgeschlagen. Das mag jetzt vielleicht nicht jedermanns Geschmack sein, aber einen Vorteil hat das Ganze, denn hier im Innenraum des C40 wurden noch mehr recycelte Kunststoffe aus PET-Flaschen verbaut. Es sollen bis zu 70 Stück hier im Innenraum sein, die recycelt wiederverwendet wurden. Interessant auch zum Beispiel hier die Zierleisten, die wir haben. Was hier etwas nach undefinierbaren Linien ausschaut, sind in Wirklichkeit Höhenlinien eines Gebirges rund um Göteborg, wie mir gesagt wurde. Ich finde, das hat schon was und vor allem in der Türtafel ist das Ganze dann auch illuminiert. In der Nacht schaut das ganz toll aus, da sind dann auch verschiedene Farbebenen dann drinnen. Finde ich cool gemacht und die Idee ist eigentlich relativ clever und zeigt wieder so ein bisschen Detailliebe der Skandinavier zur Heimat, wie ich finde. Ansonsten ist die Verarbeitung hier wirklich sehr, sehr gut. Wir haben ein gut klingendes Harman Kardon Soundsystem hier im Innenraum. Alle Materialien sehr hochwertig, sauber verarbeitet, aufgeschäumte Kunststoffe. Nicht allzu viel hochglänzender Schwarzkunststoff, finde ich. Das mag ich ja nicht sonderlich. Der Blick des Fahrers fällt hier auf ein hochauflösendes 12,3 Zoll Display. Da gibt es zwei Ansichtebenen, die eine mit der Kartendarstellung oder einmal beruhigt ohne Kartendarstellung. Auf der linken Seite die Geschwindigkeit, auf der rechten Seite das Power Meter, wie viel Kraft abgerufen wird oder wie viel Kraft rekuperiert wird. Den Bordcomputer können wir uns auch noch zusätzlich dann aufrufen hier. Im Menü, da gibt es dann auch die Möglichkeit, den Tageszähler zurückzustellen. Das Lenkrad hier im Innenraum ist ebenfalls auch tierfrei mit einem Kunststoff bezogen, Kunstleder. Fühlt sich aber auch sehr wertig an, sauber verarbeitet, ist auch hier beheizbar. Nicht jeder Autohersteller traut sich ja, gerade das Lenkrad, was man dauerhaft anfasst, tierfrei auszuarbeiten. Volvo oder Polestar gehen hier schon den Weg. Das Multifunktionslenkrad bietet sonst noch die Möglichkeit, hier auf der linken Seite die Assistenzsysteme zu bieten. Derer haben wir zahlreiche an Bord für teilautonome Unterstützung, den sogenannten Volvo Drive Pilot Assist. Darunter sind alle Assistenzsysteme zusammengefasst, wie Abstandsregelung, Spurhaltung, Tote-Winkelüberwachung, Querverkehrswarnung, Notbremsassistent und so weiter. Das lässt sich dann hier rüber steuern. Auf der rechten Seite dann die Audiobedienung. Zur Audiobedienung kommen wir nämlich dann auch gleich zum 9 Zoll horizontal ausgerichteten Display. 9 Zoll klingt irgendwie erst einmal relativ klein, aber dadurch, dass es horizontal eben ausgerichtet ist, ist das schon groß genug, wie ich persönlich finde. Vor allem auch sauber hier in den Armaturenträger integriert, kein freistehendes Display, wie es derzeit sonst so üblich ist. Wie man hier schon erkennen kann, haben wir Google Maps unter anderem verbaut. Das hat aber jetzt nicht damit zu tun, dass wir hier ein Smartphone verbunden haben. Nein. Volvo verwendet hier als Betriebssystem Android Automotive und damit haben wir Google Maps hier wirklich komplett in der Vollendung, nämlich auch mit der Möglichkeit, wenn wir unsere Route planen, auch Ladestops hierüber entsprechend zu planen. Wir haben auch den Google Sprachassistenten an Bord. Wenn wir das jetzt einfach mal testen wollen, hey Google, fahre mich zum Münchner Flughafen. Schauen wir mal, wie das funktioniert, vor allem wie schnell es funktioniert. Bei wenig Verkehr 6 Stunden 37 Minuten mit dem Auto von deinem Standort entfernt. Das wissen wir zumindest schon mal. 6 Stunden also von Hamburg aus. Und wenn wir das Ganze machen, jetzt können wir uns natürlich noch einen Punkt auswählen, dann sehen wir sogar auch hier, wir brauchen, müssen laden. Und wenn wir hier die Ladestops dann entsprechend, du kannst dein Ziel nicht erreichen. Okay, das ist ja in Ordnung. Wenn ich das Ganze jetzt mache, schauen wir mal. Also im Normalfall werden dann nämlich auch tatsächlich Ladestops eingeplant. Jetzt gucken wir mal, versuchen wir es nochmal. Das ist natürlich der Vorführeffekt. Aber hier werden tatsächlich dann auch Ladestops eingebaut. Interessant ist nämlich auch, dass das System dann tatsächlich auch anzeigt, mit welchem Restakkustand man dort ankommt an der Ladesäule, wie weit man laden soll. Also eine Ladeplanung für Langstrecken ist hiermit gegeben.
Wir haben natürlich aber auch dadurch den Google Sprachassistenten noch zusätzlich zur Verfügung für bestimmte Anwendungen, die wir über die App steuern können. Wir können dem Fahrzeug auch sagen, welche Temperatur es einstellen soll, oder aber von zu Hause, wenn wir da einen Google Sprachassistenten nutzen, können wir auch sagen, lade mein Auto oder heiz mein Auto. Also man kann das durchaus auch verwenden. Ist natürlich sehr, sehr praktisch, wenn man solche Features zu Hause eh schon hat. Eine 360-Grad-Kamera gibt es ebenfalls hier noch zusätzlich, wenn wir das in dem Fahrzeug nutzen möchten, was ich sehr gut finde. Die Kameras sind gut auflösend. Natürlich jetzt bei so einem Schiedwetter hier in Hamburg ist das durchaus mal etwas eingeschränkt nutzbar. Was ich noch zeigen möchte hier drinnen, ist unter anderem die Einstellungen für das Thema Fahren. Hier können wir die Assistenten nicht nur entsprechend einstellen, sondern auch den One Pedal Drive aktivieren. Und der One Pedal Drive ist bei Volvo in der Tat so umgesetzt, dass der, wie soll man sagen, alles Mögliche an Rekuperation rausholt, was hier drinnen steckt in den zwei E-Motoren. Also wenn man da wirklich das Fahrpedal etwas gefühllos loslässt, dann ist das schon nahe an einer Vollbremsung gefühlt und man nickt schon ganz kräftig. Da muss man schon einen sehr sachten Fuß am Fahrpedal haben, um das schön zu dosieren. Wer das nicht kann oder mag, der deaktiviert den One-Pedal-Drive und segelt dann dahin. Segeln ist vielleicht heute auch ein ganz gutes Stichwort bei dem Wetter. Wir segeln vielleicht jetzt mal ein bisschen über die Straße, indem wir jetzt einfach mal das Fahrzeug aktivieren und dann zur Probefahrt hier starten. Den Volvo C40 gibt es zunächst nur als Twin Engine, das heißt also wir haben zwei Elektromotoren verbaut, einer an der Vorderachse, der treibt auch jene an, und einen an der Hinterachse, der eben diese antreibt. Somit haben wir dann auch ein Allradsystem hier, und dass das ganz gut ist, wenn wir schon 300 kW Leistung sowie 660 Newtonmeter Drehmoment haben, das zeigt sich gerade bei solchen Witterungsverhältnissen doch recht deutlich. Denn Traktion braucht der Wagen dann auf jeden Fall, wenn man dann einmal den Pin entsprechend weit durchdrückt. Und das können wir jetzt hier einfach mal. Wir sind hier auf einer freien Landstraße. Wir gehen jetzt einfach mal runter und tun jetzt einfach mal wirklich aus dem Stand mal raus beschleunigen. 4,7 Sekunden werden offiziell angegeben. Der Kameramann, hoffe ich, kann sich gut festhalten. Und 3, 2, 1, los geht's. Das ist schon ein mächtiger Punch, der da kommt, und wir haben 100. Wunderbar. Also ich finde, das ist schon mehr als beeindruckend. Und wie gesagt, jetzt sehen wir auch gleich das One Pedal Drive. Mache gar nichts. Ich bin nicht auf der Bremse. Das Fahrzeug verzögert von sich aus bis zum Stillstand. Das ist das, was ich meinte. Das One Pedal Drive ist hier perfekt umgesetzt, aber eben auch ja, sehr stark. Also er holt wirklich die maximale Rekuperationsleistung hier von den E-Maschinen heraus. Mit den 78 Kilowattstunden Akku, von dem wir 75 sogar komplett nutzen können, das finde ich ist ganz ordentlich, soll der Wagen laut WLTP eine Reichweite von 440 Kilometern ermöglichen. In der Praxis würde ich jetzt mal sagen, ja, mit knapp über 300 kann man schon rechnen. Im Winter sollte das vielleicht mal unter die 300 Kilometer fallen, aber einen ausführlichen Test würde ich da dann eher nachholen, wenn das Fahrzeug mal zu mir in die Redaktion kommt. Dann können wir das Ganze mal genauer auf der Verbrauchsfahrt ermitteln. Jetzt bei unseren Fahrten hier durch Hamburg und für unsere Kamerafahrten lag der Verbrauch bei ungefähr 26 Kilowattstunden, die wir haben. Das finde ich okay soweit, aber natürlich ist es auch dem geschuldet, dass man immer mal wieder so ein bisschen auf den Pin drückt. Das Ganze macht Spaß, und wie wir sehen, Traktion ist stets vorhanden. Das Fahrwerk eher straff abgestimmt. Ja, kurze Stöße werden gerne mal ein bisschen weiter gereicht. Lenkgefühl ist gut. Wir haben hier eine ordentliche Rückmeldung von der Straße. Gefällt mir persönlich, so wie es umgesetzt ist. Und was ebenfalls ein wirklicher Pluspunkt hier ist, ist das Bremspedalgefühl.
Wenn wir da einfach mal drauf gehen, dann ist nämlich die Verzögerung, die wir haben, sehr gut. Also wirklich fein dosierbar, das Bremspedal, auch wenn das One Pedal Drive ausgeschaltet ist. Und das kennt man so von vielen Elektroautos nicht. Die haben dann eher wirklich einen verzögerten Übergang von Rekuperation auf Bremsleistung durch die Bremsscheibe. Bei den Fahrassistenzsystemen, wie gesagt, den Pilot Assist, wir können ihn aktivieren. Er hält sauber die Spur. Natürlich Hände stets am Lenkrad, das ist ganz klar. Aber die Systeme arbeiten hier vorausschauender als manch andere und wie ich finde auch sehr zuverlässig. Und das Fahrzeug wird auch sauber in der Spurmitte geführt. Geführt habe ich euch jetzt erst einmal und jetzt schauen wir zum Fazit mit dem Volvo C40. Ja, das Schiedwetter hier in Hamburg hat mich doch etwas erwischt und deswegen musste ich schnell einen trockenen Ort suchen und habe mich hier in ein Parkhaus geflüchtet. Leider ist es hier nicht sonderlich hell, aber ich bitte das einfach mal jetzt zu entschuldigen, ob der Wetterlage. Nichtsdestotrotz haben wir es doch geschafft, eigentlich das absolute Highlight hier noch ins Rampenlicht zu rücken, nämlich das wunderschöne Heck des Volvo C40. Die große Frage ist ja für mich gewesen, als ich ihn gesehen habe zum ersten Mal auf den Bildern, ist das wirklich gelungen? Und ich muss sagen, wenn ich live vor dem Fahrzeug stehe und hier auch die Formen dann so sehe, wie sich das alles ineinander wirklich zu einem sehr harmonischen Gesamtbild fügt, gefällt mir der C40 richtig gut. Würde ich jetzt einen XC40 oder einen C40 nehmen, ist natürlich auch so eine Frage. Ich denke mal, dass der C40 gerade für Singles oder Pärchen sehr interessant ist, die eben jetzt nicht so viel Platz im Fond bzw. im Kofferraum benötigen. Der XC40 ist da halt mehr das Familienfahrzeug. Der C40 gerade mit dem Twin Engine sorgt natürlich für mächtig Fahrspaß mit seinen 300 kW. Und die Reichweite liegt eben so bei rund 300 Kilometer in der Praxis. Damit sollte man einfach mal kalkulieren, 400 Kilometer vielleicht unter optimalen Bedingungen. Preislich sieht es nun mal so aus, 62.050 Euro stehen in der Preisliste. Die hat aber auch das Wartungs- und Versicherungspaket für 3 Jahre inklusive. Das sind 1.260 Euro, die kann man also rausrechnen, wenn man möchte. Kann aber natürlich noch an Optionen, zum Beispiel die Metallic-Lackierung ordern oder hier eine Stoff-Mikrofaser-Leder-Optik, auch hier in Blau das Ganze dann nochmal oder 20 Zoll Räder oder eben die Anhängerkupplung mit maximaler Zuglast von 1800 Kilo. Das kann man sich dann so zusammenstellen, wie man möchte. Wenn man noch ein bisschen wartet, dann wird es den auch als Single Engine geben. Das Video zum XC40 Single Engine findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt bin ich aber sehr gespannt, was ihr zum Volvo C40 sagt. Gefällt er euch? Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut? Schreibt es mal unten in die Kommentarbox, lasst uns jetzt diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.